Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter, das Winterfest im Schnelldurchlauf. Wir haben mal einen ausführlichen Guide dazu gemacht, auch wenn er älter ist. Es hat sich nichts Wesentliches im Winterfest geändert. Aber für die Leute, die keine Zeit haben, hier ganz schnell. Ihr holt euch zwei Aufgaben ab. Sternenzeug, da gibt es nämlich den Sternenlichtgutschein. Den holt ihr euch ab und Omen der Sterne. Und seid denn mit allem, was ihr machen müsst, in 60 Sekunden durch. Die dritte Mission könnt ihr annehmen, aber da gibt es nur den Stern Simrils für einen Shop hier. Und hat man das ziemlich oft gemacht, dieses Fest, dann ist das nur ein Bonus on top. Aber auf jeden Fall hier beim Sternlicht-Geschenkemeister euch den Gutschein abholen, ins Inventory gehen, Gutschein öffnen, der öffnet gleich den Zen-Markt. Und da euch den kostenlosen Gutschein abholen für das Sternenlichtpaket. Das Ding noch nicht öffnen. Gleich weiter zum Omen der Sterne, eure zweite Mission. Das heißt hier drei Schritte weiter, na gut, das sind vielleicht 50 Schritte, zum Teleskop. Einmal durchgucken, dann sieht man die Sterne. Auch das kann man sogar wegklicken und gleich an dem Shop wieder mit dem Astrologen sprechen und euch dort den Glücksstern abholen. Ihr seht es rechts. Das war's auch schon, was ihr täglich machen müsst. So, und mit diesem Glücksstern könnt ihr hier eure Reittiere kaufen oder aber in der ersten Zeit des Festes einfach Simrilgeschenke. Zwei Stück habe ich schon hier, also zwei Geschenke kaufen. Und dieses Simrilgeschenk packt ihr in eure Trankleiste. Ihr seht das gegenüber von meinem Heilstein unten, also aufs Digi-Kreuz links bei mir. Und sucht euch irgendwas, wo ihr eine Decke habt, weil das sind so Laternen, die nach oben fliegen. Und wenn ihr eine Decke über euch habt, dann landen die Sachen, die aus diesem Ding rausfallen, gleich in eurem Inventory. Ihr müsst nicht rumlaufen, einsammeln, kann man natürlich auch machen, aber so ist es viel bequemer. Sammelt also eure Gruppe und wenn dann alle da sind, müsst ihr einen anvisieren und auf dieses Digi-Kreuz links drücken, um so ein Sternlichtgeschenk nach oben senden zu lassen. Ihr habt ein Simrilgeschenk verwendet, es sind Belohnungen für eure Gruppe erschienen. So, ihr bekommt nichts. Aber bei den anderen droppt ganz viel ins Inventory. Machen die das, landen bei euch. Ihr seht das am Rand ohne Ende Sachen, nämlich Glückssterne. Diese ganzen Lumen und so weiter sind überwiegend Veredelungspunkte. Worauf ihr scharf seid, sind Sternenlichttaschen. Diese Sternenlichttaschen müsst ihr erstmal sammeln und öffnen, bis ihr 20 von diesen Sternenlichttaschen geöffnet habt. Und erst wenn ihr 20 von diesen Sternenlichttaschen geöffnet habt, habt ihr den Counter bei den Sternenlichtpaketen auf. Ihr habt dieses Jahr mehr als 20 geöffnet und kriegt damit die heiß begehrten Belohnungen. Das heißt, der geilste Scheiß, den man kriegen kann, der ist auch Charakter- oder Account ungebunden, bis auf ein paar Ausnahmen, während das in den Sternenlichttaschen immer gebunden ist. Also Ziel, Sternenlichttaschen, mindestens 20 Stück öffnen und erst dann die täglich abgeholten Sternenlichtpakete öffnen, um die Chance auf die besten Belohnungen zu haben. Charakter ungebunden. Der ganze andere Kram wie das Zwielichtrennen, Monster auf dem Eis oder Angeln ist nur für einen Shop, wo es so Aussehensveränderungen und ein paar Gefährten und so weiter gibt. Aber hat man das Winterfest schon mehrfach mitgemacht, ist das nicht mehr so spannend. Und man kann sich hier eine bessere Angel kaufen im Angelshop, wenn man das Ganze mitmacht. Aber das ist alles nur Add-ons. Wichtigstes Ziel beim Winterfest sind die Sternenlichtpakete und die erst öffnen, wenn man 20 Sternenlichttaschen geöffnet hat. Wer sich lieber den ausführlichen Winterfest-Guide angucken möchte, der folgt einfach den Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss.